Hallo meine Lieben, ihr seht mich heute vor einer komplett anderen Kulisse. Ich bin nämlich am Wochenende umgezogen und seit dem Wochenende wartet auch schon etwas auf mich, und zwar die neue Luchess. Und ja, ich freue mich, sie jetzt endlich mit euch auspacken zu können. Ich hatte heute nämlich meinen ersten Arbeitstag und davor das Wochenende war halt einfach mega stressig durch den Umzug. Und die ganze Zeit hat mich schon die Luchess angelacht und jetzt kann ich sie endlich auspacken und ich freue mich absolut, total. Zu Luchess möchte ich gar nicht mehr viel sagen, denn ich habe euch jetzt schon zwei Stück vorgestellt. Ich denke, ich werde da jetzt auch mal eine Playlist machen, die ich euch oben verlinken kann. Ansonsten verlinke ich euch da das Video von der letzten Luchess, das war die Juni-Luchess, und da erzähle ich auch ein bisschen was über die Box. Das werde ich jetzt einfach abkürzen, weil ihr das sicher nicht jedes Mal hören wollt. Die Luchess ist eine monatliche Subscription-Box für Geeks, Nerds und Gamer, und ja, die kostet 24,95 mit Versand. Oder ihr könnt natürlich auch längerfristige Abos abschließen, da ist die günstigste Variante dann tatsächlich 19,95 €. Und es gibt jedes Mal eine XL-Variante, die kostet 7 € mehr und ihr findet ein hochwertiges Item mehr drin. Und was natürlich auch ganz besonders ist, ist, dass in jeder Luchess ein T-Shirt ist und da könnt ihr euch beim Bestellvorgang auch eure Größe auswählen. Genau, das war's soweit. Weitere Infos bekommt ihr natürlich wie immer auf der Seite der Luchess, die ich euch natürlich unten in der Infobox verlinke. Und jetzt möchte ich gar nicht viel weiterreden, sondern die direkt auspacken. Ich habe sie schon aufgeschnitten, die geht auch heute irgendwie an der breiten Seite auf. Und wie immer gebe ich euch einen ersten Blick. Und dann packe ich die vor mich und ich muss gerade mal gucken, wie ich das mache, und packe das mit euch zusammen aus. Okay, ich fühle etwas, das sieht aus wie ein Funko und ich glaube, das ist das T-Shirt und das will ich beides noch nicht auspacken. Wir nehmen irgendwas Kleines. Was ist denn da? Das ist Spray Candy Orange. Kennt ihr die von früher? Ich kenne die von früher. Das ist so, ich weiß nicht, kriege ich das jetzt auf? Ja. Das ist so Süßzeugs und das kann man sich dann so auf die Zunge sprühen. Und das kann ich jetzt auch endlich mal ausprobieren und das machen wir direkt mal. Okay, man muss das erst ein bisschen pumpen. Ja, oh Gott, ja. Das ist wirklich geil. Also es ist nicht süß, es ist halt eher fruchtig und so ein bisschen säuerlich. Oh, ich finde das mega cool. Oh, lecker. Ich mache jetzt noch eins und dann machen wir weiter. Oh, geil. Okay. Das ist schon mal auf jeden Fall mega cool. Ich stelle das nochmal eben zur Seite. Oh, lecker. Und dann machen wir mit dem nächsten weiter. Ich habe hier noch irgendwas gefühlt. Und zwar das. Was ist denn das? Das ist ein Jurassic Park Coin. Limited to 7500 worldwide, individually numbered. Wow. Okay. Ich liebe Jurassic Park eigentlich auch verdammt dolle wegen Star-Lord. Ja, und ja, keine Ahnung. Ich finde das, gerade mega cool. Ich weiß gar nicht, wie ich das aufbekomme. Darf man sowas überhaupt aufbekommen? Vermindert das den Wert, wenn man es aufbekommt? Ich weiß es nicht. Ach, ich lasse es jetzt, glaube ich, auch. Aber der sieht so aus. Und ja, der ist mega cool. Der ist wirklich mega cool. Okay, ich packe ihn zur Seite. Und ach, bisher bin ich schon wieder echt begeistert. Hat hier noch irgendwas? Ich glaube, das ist, ja genau, das ist das Heft. Das möchte ich mir jetzt auch noch nicht angucken, außer wenn wir später irgendwelche Fragen haben. Und dann habe ich noch hier etwas, das irgendwie noch eingepackt ist. Es ist auf jeden Fall ein Back to the Future irgendwas. Sieht auf jeden Fall so aus. Und es ist... Was ist das? Ach, ich glaube, das ist eine Schürze. Ja! Okay, ich kann es leider nicht richtig aufmachen, weil dieses Teil ist halt genau in dem Knick drin. Aber es sieht in etwa so aus. Ich glaube, das ist das Outfit von dem Typen, oder? Dieser Protagonist. Also ich habe das nie geguckt, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich meine, der hätte sowas an. Und es ist auf jeden Fall eine Schürze.
Yay, ich habe nämlich gerade auch keine. Also das kann man dann ja immer ganz gut gebrauchen. Ich finde es auf jeden Fall mega lustig. Ja, genau. So, ich glaube, das steht so ein bisschen unter dem Motto Revival von irgendwelchen alten, älteren Filmen. Zumindest Jurassic Park ist ja an sich eigentlich auch schon ziemlich alt. Ja, mal gucken, was da noch so drin ist. Ich habe hier... Das ist eine King's Landing Postkarte. Oh nein, wie cool ist das bitte? Schaut mal, die ist auch richtig schön. Also es ist nur eine Postkarte, aber ich finde die wirklich wunderschön. Wow! Bei Gelegenheit müsst ihr mir auch mal verraten, was euer Liebstes oder euer Heimat Game of Thrones Haus ist. Also ich bin eine Tyrell und wenn es die nicht gäbe, wäre ich auf jeden Fall eine Lannister. Und ich finde King's Landing auch wunderschön. Ich bin übrigens sehr gespannt, ob da jetzt auch noch andere... andere Postkartenmotive mit dabei sind. Wenn es da Rosengarten gibt, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber ich finde King's Landing auch ziemlich klasse. Und dann gucken wir jetzt mal weiter. Also ich glaube, hier ist jetzt noch das T-Shirt und der Funko. Und hier ist noch was. Was ist das? Das ist von dem Candy-Zeug irgendwas. Okay. Dann mache ich mit dem Funko weiter, bevor wir das T-Shirt wie immer zu guter Letzt machen. Was ist das? Magic the Gathering. Chandra Nalar. Okay, ich glaube, das ist ein Game. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das leider nicht. Auch die Figuren sagen mir jetzt so nichts. Aber ich denke wirklich, dass es ein Spiel ist. Werde ich mir auf jeden Fall mal genauer angucken, weil ich es halt tatsächlich gar nicht kenne. Aber ich finde, der Funko, der sieht auch ziemlich cool aus. Ist auf jeden Fall sehr detailreich und... Ja, mal gucken, ob ich mich mit dem Spiel noch mehr auseinandersetze und ob mir dann auch natürlich auch der Funko irgendwie mehr zusagt. Ja, auf jeden Fall finde ich es wieder mega, dass ein Funko drin ist. Das war ja in der vorletzten Box das Plus-Item. Ich kann mir auch ehrlich gesagt vorstellen, wenn ich mir das so angucke, dass es auch in dieser Box das Plus-Item ist. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich bin irgendwie dieses Mal so schnell, ne? Ich weiß gar nicht warum, weil es waren, glaube ich, genauso viele Items wie beim letzten Mal. Und hier haben wir das T-Shirt. Das sieht doch auch wieder nach irgendwas Jurassic Park-mäßigem aus. Mal gucken. Ihr werft den ersten Blick drauf. Und jetzt gucke ich mir das an. Megaton Desk Death Claws. Okay. Ich finde es mega, mega schick aus. Ich kann es gerade gar nicht zuordnen, aber ich finde die Farbe halt voll schön. Das ist so ein, ich weiß nicht, ob das schwarz, nee, es ist dunkelblau mit diesem gelben Druck und es sieht wie so ein College-Shirt aus. Und das finde ich eigentlich richtig, richtig schick. Und ich gucke mir jetzt mal an, was genau das ist und gucke auch, ob ich aus der Spoiler-Karte noch irgendwelche weiteren Infos ziehen kann und melde mich dann bei euch zurück. So, ich bin wieder zurück. Ich habe gerade auch gesehen, auf der Spoilerkarte ist tatsächlich ein Dino-Zeichen drauf. Und ich finde es wieder mal absolut klasse, dass man sich auch wirklich mal wieder an einem sehr aktuellen Film orientiert hat, was natürlich durch Jurassic World gegeben ist. Das war ja schon bei den letzten Boxen so. Letztes Mal war es ja Nintendo, da waren ja die Nintendo-Pressekonferenzen und es gab die Nintendo-Kerze und Es gab die Nintendo-Kette. Und davor war ja ein Star Wars Item in der Box und ich glaube, genau, durch den Infinity War Film waren auch noch Avengers Eiswürfelteile in der Box. Und ich finde das total klasse, dass eigentlich so wirklich aktuelle Begebenheiten aufgegriffen werden, um die Box zu gestalten. Ich finde, da braucht es dann nicht direkt irgendein Thema. Da finde ich das so, wie es ist, gerade wirklich klasse. Auch der kleine Einstiegssatz passt eigentlich ziemlich gut zur Box. Bist du eher der fossilienerforschende Dinojäger oder begibst du dich lieber direkt in einen spektakulären Kampf mit riesigen Monstern? Also ich finde, da passen wirklich alle Items super gut dazu. Und ja, genau. Ich habe nochmal nachgeschaut. Das T-Shirt ist irgendwie, also ich kann da nichts rauslesen. Falls ihr wisst, ob das irgendwie fandombasierend ist, sagt auch gerne Bescheid und schreibt mir. Und ja, ich würde sonst einfach vermuten, dass es sich natürlich auch mit dem Dino
direkt an Jurassic World oder Jurassic Park anlehnt, aber mehr dazu kann ich euch leider nicht sagen. Bezüglich der Game of Thrones Karten gab es tatsächlich noch andere Motive. Es gab Khaleesi, es gab Jon Snow, es gab einen weißen Wanderer, die Westeros-Karte und so eine Hausübersicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die King's Landing-Karte spricht mich davon wirklich am meisten an. Und ich bin echt happy, dass ich die bekommen habe. Und ja, Magic scheint tatsächlich irgendein Spiel zu sein. Ich weiß nicht, ob das komplett digital gespielt wird oder ob das so eine Sammelkarten oder so ein Pen-and-Paper-Game ist. Da werde ich mich tatsächlich jetzt mal so ein bisschen näher mit befassen, weil ich die Beschreibung der Figuren total klasse fand. Und das Plus-Item war tatsächlich die Jurassic Park-Münze. Das finde ich natürlich mega, mega cool. Und ja, ich freue mich sehr über diese Box. Also mir gefällt die wieder mal richtig gut. Und jetzt zur Frage, was war mein Highlight der Box? Mir fällt es dieses Mal wieder mega schwer. Ich finde das T-Shirt ganz cool. Ich kann da jetzt natürlich gerade noch keine Phantom erkennen. Und wenn es danach geht, sind diese beiden Items natürlich meine Liebsten. Natürlich einfach diese klassische King's Landing Postkarte, die ich einfach toll finde. Aber die Münze hat es mir echt total angetan. Ich finde die richtig, richtig toll. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Und natürlich über das Orangen-Spritz-Sprühzeug. Genau, ich bin einfach wieder mal super, super happy mit der Box. Ich kann sie euch wirklich mal wieder nur empfehlen. Wie gesagt, ich verlinke euch unten selbstverständlich die Loot-Chest-Seite, falls ihr auch Lust habt, die Box auszuprobieren. Und ich verlinke euch auf jeden Fall auch nochmal meine anderen Videos zu Loot Chest, falls ihr euch weitere Informationen holen möchtet oder sehen wollt, was im vergangenen Loot Chest alles drin war. Genau, und damit verabschiede ich mich eigentlich schon wieder von euch. Mir hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, die Box mit euch zu unboxen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, das Video liked oder mir sogar folgt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao!